Ja, und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Videoprojekt, zu etwas anderem, was mal in dem Sinne kein Spiel im klassischen Sinne ist, sondern etwas anderes. Und zwar haben wir uns hier heute zu viert versammelt. Ich, der Centex, der Stanley und der Conny, der macht Aufgaben für den Train Simulator. Der kennt sich also auch mit Zügen aus, hoffe ich doch mal. Ein bisschen. Und wir spielen im Prinzip, ich weiß gar nicht, ist das von Hasbro? Ich glaube, irgend so ein deutscher Spielerhersteller. Was bin ich? Und das spielen wir mit Zügen. Jeder von uns hat sich eine Baureihe rausgesucht und jeweils der andere muss sie erraten. Ich blende an der Stelle mal ein, wer bei wem erfragen muss, wem welche Lok gehört. Das hört sich total kompliziert an, werde ich aber hoffentlich sehr, sehr simpel darstellen. Gut. Da der Conny der Neue in der Runde ist, wir erklären nochmal kurz die Regeln. Jeder darf so lange fragen, bis er ein Nein bekommt. Verneinungsfragen sind verboten. Und ausgewählt wird zwischen dem Bereich der Baureihe 001 und dem Schienenbus 798. Es müssen aber bekannte Lokomotiven sein. Du kannst nicht mit irgendeiner Lok hinter Timbuktu ankommen. So, dann wollen wir mal sagen, Conny, fang mal an, bei Centex anzufragen. Bin ich eine E-Lok? Nein. Okay, jetzt ist Centex dran. Bin ich ein Triebwagen? Nein, bist du nicht. Gut. Stanley. Ja. Bin ich von der Bundesbahn beschafft? Von der Bundesbahn? Ja, von der Deutschen. Reform. Vor der Reform, ja. Nein. Naja. Okay. Bin ich eine Diesellok? Nein. Sehr gut. Sehr gut, die erste alle Runde, nein. Alle nein. Bin ich ein Triebwagen? Ja. Gut. Bin ich ein Dieseltriebwagen? Ja. Bin ich von der Bundesbahn beschafft worden? Nein. Gut. Centex. Bin ich eine Elektrolokomotive? Ja. Komme ich aus dem Hause Siemens? Ich glaube nein. Ich würde das von. Ja, auch, doch. Ja, wurde es auch bei Siemens gebaut. Ich komme aus Zeit der Bundesbahn. Ja. Ich wurde in komplett Deutschland benutzt. Ja. Ich bin ähnlich aufgebaut wie eine andere Baureihe für den Güterverkehr. Ja, würde ich. Ich kann es nicht verneinen. Habe ich Personennahverkehr und Schnellverkehr gezogen? Schnellverkehr weiß ich nicht, deswegen muss ich jetzt mit Nein antworten. Okay. Ich bin nach der Reform beschafft worden. Ja. Ich bin im Personenverkehr eingesetzt. Ja. Ich bin ein Dieseltriebwagen. Nein. Bin ich eine E-Lok? Ja. Bin ich eine E-Lok, die in Bundesbahnzeiten beschafft wurde? In Bundesbahnzeiten, ja. Zeiten. Bin ich eine E-Lok, der im Fernverkehr unterwegs war? Auch, ja. Das ist immer ganz spannend. Bin ich eine E-Lok, die 200 km/h schafft? Nein. Ich habe so eine Vermutung bei Stan, aber Conny, du bist. Bin ich
Ich bin ein moderner Dieseltriebwagen. Ich würde nein sagen. Ich würde nein sagen. Okay. Syntax. Bin ich vor allem im südlichen Raum gefahren? Nee, du wirst in ganz Deutschland eingesetzt. Okay. Ich bin... Boah, was hat man jetzt? Ich bin nach der Reform beschafft worden. Ich bin im Personenverkehr eingesetzt. Bin ich eine Lok? Nein. Ich bin ein E-Triebwagen, okay. Habe ich mehrere Baureihennummern? Das bin jetzt wieder ich, ne? Ja, hast du. Okay. Werde ich heutzutage immer noch verwendet? Ja. Wollen wir es alle einmal her machen? Bin ich auch mittlerweile bei Privatbahn? Du warst zumindest in Deutschland schon bei Privatbahn. Ja. Bin ich öfters gebaut worden als so mehr als 100 Mal? Nein. Okay. Conny? Ja, ich will überlegen. Bin ich von Siemens? Nein. Gut, stehe ich im DB-Museum Koblenz? Ich meine ja. Habe ich S-Bahn-Verkehr gezogen? Ich bin mir mit dem mit Koblenz nicht so sicher. Ich meine aber, da stünde eine. Und nein, du hast in dem Sinne keinen klassischen S-Bahn-Verkehr. Also, es kann sein, dass du mal vor S-Bahn eingesetzt wurdest. Das wäre rein theoretisch möglich. Ich sage aber nein. Ich bin ein E-Triebwagen. Ja. Ich werde im süddeutschen Raum eingesetzt. Ja. Ich bin in diversen DB-Werbespots zum Einsatz gekommen. Ja. Ich werde im Großraum München eingesetzt. Unter München. Anderem. München. Das glaube ich schon sein. Ich bin nicht der... Keine verneinten Fragen. Ja. Erwischt. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, ich bin die Baureihe 440 und bin Dimitri der Lokführer, aber... Hallo, ich bin Dimitri. Ich bin Dimitri, ich bin Lokführer bei der Deutschen Bahn. Ich bin in... Also, weil du sagst, ich bin auch in Werbespots eingesetzt worden. Ich bin im Raum München unterwegs, also in Bayern. In Bayern, ja. Verkehre ich auch Richtung Baden-Württemberg? Richtung Baden-Württemberg. Also wenn ich Nein. zum... Okay. Also... Bin ich noch im Museum anzutreffen?
Bin ich noch im Museum anzutreffen? Conny? Wo bist du noch anzutreffen? Im Museum. Nee, du bist zumindest in keinem deutschen Museum anzutreffen, wenn ich mich nicht richtig. Ah, du bist ja auch noch im planmäßigen Einsatz. Okay. Oder? Jetzt musst du dich vorstellen. Ja, jetzt musst du eine Frage stellen, Conny. Oh Gott, ich bin richtig verpennt. Sorry. Ja. Ich bin zu... nicht mehr zu Bundesbahnzeiten. Ich fahre bei der Deutschen Bahn. Sentex ist AFK, da ich aber weiß, welcher Zug du bist. Nein, du fährst nicht. Was ich hatte... die Frage war, ob er bei der Deutschen Bahn fährt. Nein. Nee. Sentex, du bist dran. Meine Baureihe ist zwischen 100 und 145. Nein. Ich bin ein E-Triebwagen der Deutschen Bahn, fahre unter. Werde ich außerhalb vom süddeutschen Raum eingesetzt? Ja. Bin ich auch im Westen zu Hause? Im Westen. Also Westen ist so Nordrhein-Westfalen, ja. Saarland, ja. Hessen. Nicht so häufig. Aber ich bin dort auch. Du bist dort auch unterwegs. Ich bin vor der Jahrtausendwende beschafft worden. Nein. Okay, ich bin also etwas sehr, sehr Neues. Bin ich eine E-Lok, die auch außerhalb von Deutschland gefahren bin? Ja. Vielleicht sollte... Hat mich nur die DB angeschafft oder auch andere? Ja, die Frage muss ich jetzt umformulieren. Ist... Okay. Habe ich nur DB angeschafft? Nein. Conny. Das ist schwierig. Ich habe eine Nummer mit einer 6 vorne. Moment, das müsste ich jetzt gucken. Das weiß Sentex bestimmt auch nicht auswendig. Du hast... Also da müssen wir Nein sagen und da müssen wir, damit du dich nicht komplett verfranst, müssen wir sagen, du hast keine... Wenn du bei der DB wärst, hättest du eine 6 vorne. Ja, so ja. Okay. Also man kennt dich nicht unter der Bezeichnung Baureihe 616 oder sowas. Man kennt dich unter einem anderen Namen. Okay. Ey, das ist verdammt schwierig. Habe ich grenzüberschreitenden Verkehr gezogen? Ja. Ja, doch, du müsstest auch Auslandszulassungen haben. Boah, ey. Meine Baureihennummer ist zwischen 150 und 170. Ja.
Warte, hatte ich schon mal gefragt, von wem ich geschafft wurde? Ja, du wurdest von der Deutschen Bundesbahn angeschafft und wurdest bei Siemens gebaut, unter anderem. Bin ich immer noch im Einsatz? Ja. Bin ich immer noch bei der DB im Einsatz? Ja. Uiuiui. Also auch. Es gibt dich mittlerweile auch bei Privatbahn. Auch bei Privatbahn. Zwischen 150 und 170. Ich bin eine Einheitslok. Ja. Hey, die Witzke. Beziehungsweise du wurdest auf Grundlage der Erfahrung des Einheitslokomotivbauprogramms entwickelt. Also ich würde dich tatsächlich eigentlich zu den Einheitslok zählen, obwohl du offiziell nicht dazugehörst. Ein Nachfolger, würde ich behaupten. Ja. Einheitslok von 150 bis 170. Ja, also du gehörst nicht offiziell dazu, ein Nachfolger. Nachfolger. Gut, wollen wir die Frage als Nein gelten? Ja. Gut. Jetzt denn. Ich bin nach 2000 beschafft. Ja. Ich bin zwischen 2000 und 2010 beschafft. Ja. Ich gehöre... Ich bin von einem der führenden deutschen Hersteller gebaut. Ja. Ich bin ein... Na, no, jetzt muss ich gucken. Ich würde nehmen... Ich habe die Baureihenbezeichnung 4XX. Ja. Ich bin ein Produkt der Firma Bombardier. Ja. Ich habe mittlerweile eine 2 im Namen. Ja. Ich bin ein Talent 2. Vielleicht. Beziehungsweise, ja. Ah! Vielleicht. Ich bin Talent 2. Guck mal, aufgelöst. Ja. Ich habe immer noch keinen Plan, was ich sein könnte. Gut, dann machen wir mal weiter. Nachdem ich jetzt aufgelöst habe, ist Stanley dran. Also, hatte die E-Lok auch eine Spitzname? Ja. Heißt sie Knödelpresse? Ja. Ist sie bei 180? Ja. Oh, come on, Alter, das kann nicht sein! So. Ich wurde nach 1990 beschafft. Ich glaube schon. Nach 1990? Ja, ja. Ja. Bin ich auch nach 1995 beschafft worden? Ja. Auch nach 2000? Nein. Nein. Okay. Nein, ja, also... Nein, ja, doch. Oh. Du wurdest das erste Mal 1998 gebaut. Ich weiß nicht. Ja, okay. Und du wurdest aber erst später in Betrieb genommen. Ja. Gut. Das ist schwierig. Also jetzt ist wieder Nee, Sandex ist jetzt dran. Ich hab ohne Witz absolut keinen Plan. Liegt meine Baureihennummer zwischen 160 und 170? Nein. Sandex, du müsstest eigentlich drauf kommen. Das ist absolut einfach. Conny, du bist dran.
Ich bin nur bei Privatbahnen unterwegs. Ja. Ich wurde nie von der Deutschen Bahn getestet oder so? Ich meine nicht. Du wurdest nur von Privatbahn beschafft. Gut. Das war nein, ne? Gut. Centex. Ja. Ich kenne halt absolut keine Lok. So nach Einheitslok. Oder fällt mir zumindest gerade nichts ein. So nach Einheitslok. Für einen Personennahverkehr. Nein, nicht Personennahverkehr. Du bist auch im Personennahverkehr gefahren. Ja, aber das ist nicht dein Haupteinsatzgebiet. Oh, wow. Dieser. Ist mir mit Stick gemacht. So, jetzt lassen wir Conny mal, weil das war ein großer Tipp. Conny. Ich verstehe immer noch, ich habe absolut gar keinen Plan. Dann geben wir dir jetzt auch mal einen Tipp. Ja. Du fährst bei nur einer einzigen Privatbahn. Ist diese Privatbahn eher in der südlichen Hälfte Deutschlands angesiedelt? Ja. Ja. NE81 kommt nicht in Frage. Oh Gott. Mir fällt halt gerade absolut nichts ein, was nur von der von Privaten beschafft wird. Ich bin ein Dieseltriebwagen. Ja. Ja. Nur bei einer Privatbahn in Deutschland unterwegs. Ja. Bin ich ganz speziell für ein Einsatzgebiet, für eine Strecke oder für so gebaut worden? Nein. Wobei, ja, du fährst auf Ei. Also, nein. Okay. Centex. Ich bin für den schweren Güterverkehr gebaut worden. Ja. Und da ich im DB-Museum stehe, bin ich die Baureihe 150. Nein. Ach komm! Die 150 ist noch eine Einheitslok. Noch eine richtige. So, Conny. Ich bin aber nichts von der AVG, oder? Nein. Triebwagen, alles klar. Ein Dieseltriebwagen der AVG. Doch, die AVG hat zwar welche. Ja, gibt's aber. Die sind nicht die einzigen. Ja. Ach Gott, das. Ohne Witz, ne? Erik, wenn du dir die Lok aufgrund des Razer Forum ausgesucht hast, von meinem Post, ne? Na, Die 151. Nein. Nicht. Ich weiß, welche ich bin, glaube ich. Ja, was bist du? Bin ich diese VT2E ähnliche Karre, die da bei Frankfurt rumdackelt? Nein. Centex, möchtest du lösen? Wenn ich nicht die 150 bin und auch nicht die 151. Ich habe nicht gesagt, dass du nicht die 151 bist. Die Frage ich hast du nicht gefragt, gestellt. Ich bin die 151. Du warst aber nicht dran und deswegen habe ich nicht geantwortet. Ich war doch dran, oder? Nein, du warst nicht dran. Ja, dann frage ich jetzt nochmal. Hurra, ich bin die 151. Ja, bist du. Und die steht übrigens nicht in Koblenz, die ist in Siegen stationiert, Erik. Na, es gibt aber eine Koblenzer, soweit ich weiß. Nein, die steht nicht in Siegen. Die ist aus Siegen. Und das ist die 151, die ich im Wasm Forum gepostet. Ich
meine, das Koblenz, die Koblenz, egal, auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja gesagt, ich bin mir nicht sicher mit dem Museum. Habe ich gesagt. So, Conny, möchtest du weiter rätseln? Bin ich im Raum Frankfurt unterwegs? Nein. Hast du gerade schon mal gefragt, oder? Oder bin ich gerade komplett nee, da habe ich speziell auf dieses auf diese TSB. Nein, du bist im Raum Bayern unterwegs. Oh nee, oder? Ich schreib's mal, Stan. Ich weiß es. Ja. Ich komme immer noch absolut gar nicht drauf klar. Ich verstehe immer noch gar nichts. Alles ausgelöscht. Du bist 17 Mal beschafft worden und wurdest in Österreich gebaut. Ich wurde in Österreich gebaut. Falls dir es weiterhilft, du hast eine Radsatzfahrmasse von 19,5 Tonnen. Wow! Du bist 17 Mal beschafft und hast eine Schaku. Ja, du hast. Ich habe eine Schaku. Hat der eine Schaku? Die ist aber in der Regel versteckt. Beim PC auch. Ich habe so eine Buchklappe oder so. Ja. Richtig. Ah, ich weiß, was ich bin. Jetzt kommt das Falsche. Jetzt kommt. Bitte. Doch, ich bin. Bitte. Bin ich bei der bitte. Bob? Bitte. Ja. Ja. Dann bin ich dieser komische. Auch ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich bin der. Der diese die roten Türen hat mit diesem runden Fenster. Ja. Du bist der Bob Integral. Achso, Integral. Ja. S5D95. Oh Gott, gut. Damit hätten wir die erste Folge hinter uns. 30 Minuten ungefähr. Das passt doch für die erste Folge. Das wird jetzt echt geil zu schneiden. Wir müssen mal im Internet gucken, ob es so Seiten gibt. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da, ob ihr euch sowas vielleicht auch mit Facecam wünscht oder sowas. Oder, ja, ne? Also, für Verbesserungsvorschläge bin ich offen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr mehr Folgen sehen wollt, haut das in die Kommentare. Bis dahin und bye bye. Ciao. Tschüss.